eigentlich bin ich sehr optimistisch, dass es weitergeht. Er war mal Frankfurts höchster Müllberg, der Monte Cervellino. Rund 18 Millionen Kubikmeter Müll wurden dort von 1925 bis 1968 abgelagert, verpesteten die Luft bis nach Offenbach. Etwa 10 Jahre später wurde aus der Müllkippe ein Naherholungsgebiet. Der Abfall der Nachkriegsjahre unter Bäumen versteckt. Die Frankfurter grillten gerne dort, bis im März 1984 die Grünen heimlich Proben aus einem Brunnen entnahmen und im Bremer Umweltinstitut untersuchen ließen. Wir haben zum Beispiel große Mengen an krebserregenden Chlorkohlenwasserstoffen gefunden und große Mengen an hochgiftigem Cyanid zum Beispiel waren da zum Teil mehr als 700 Mikrogramm pro Liter im Grundwasser. Das ist 70 Mal so viel wie der Grenzwert. Jutta Dittfurt, ehemaliges Mitglied der Grünen in Frankfurt, hat bei den Wasserproben mitgemacht, erinnert sich noch heute ganz genau. Wir hatten eine ganze Menge Hinweise gekriegt, Anfang 84, Ende 83 schon, dass am Monte Cervellino die Luft und auch die Pflanzen in einem Zustand sind. Also Leute haben uns erzählt, sie gehen da spazieren und müssen kotzen. Andere haben gesehen, dass eine ganze Menge Pflanzen einfach absterben, auch frisch gepflanzt. Dann haben wir gesagt, da kann was nicht stimmen, haben uns eingegraben in das Thema, monatelang recherchiert. Und dann haben wir uns von einem Freund, der Goldschmied ist in Frankfurt, bestimmte Geräte bauen lassen, um die Trinkwasserprobebrunnen der Stadt, die nichts tat, die sich weigerte, was zu tun, zugegebenermaßen illegal aufzuknacken. In den Jahren nach den Wasserproben der Grünen wurde der Monte Cervellino für die Bevölkerung gesperrt, das Gelände untersucht, um passende Sanierungsmethoden zu finden. Es gab umfängliche Sanierungsmaßnahmen seit dieser Zeit. Wir haben eine Dichtwand erstellt, die unser belastetes Sickerwasser von innerhalb der Deponie von dem Grundwasser außerhalb trennt. Belastetes Wasser soll nicht mehr ins Grundwasser sickern. Dafür wurde der Berg modelliert, damit Wasser besser abfließt und eine Dichtwand bis zu 40 Meter tief in den Boden gegraben. Auch die Oberfläche wurde mit einem Tongemisch abgedichtet, sodass gar kein Regenwasser mehr in den Berg eindringt. Und ein Abwasserablaufsystem am Berg eingebaut. Im letzten Schritt soll der Monte Cervellino dann mit geeigneten Bäumen und Sträuchern bepflanzt werden. Bis zum Herbst soll die Oberflächenabdichtung aus einem Ton-Lehm-Gemisch, Abdeckvlies und normalem Boden fertig sein. Die Arbeit ist aufwendig, 6 bis 7 Fahrzeuge sind im Einsatz, die Bautrupps arbeiten im 10-Tage-Betrieb. Bisher hat die Sanierung rund 100 Millionen Euro gekostet. Das Ziel der Stadt ist es, der Natur das Gebiet wieder zurückzugeben, jedenfalls in Teilen. Wir schauen, was eigentlich passiert, wenn man die Natur sich diese Fläche wieder zurückerobern lässt. Und das ist total spannend. Wir machen das mit dem Senckenberg-Institut zusammen und schauen einfach, wie welche Pflanzen und welche Tiere sich dieses Gebiet zurückerobern. Auf bestimmten Flächen des Areals soll eine Wildnis entstehen. Andreas Malten ist Biologe, begleitet die Entwicklungen wissenschaftlich. Wenn ich zum Beispiel Amphibien erfassen will, dann zähle ich zum Beispiel die Laichballen im Gewässer. Also die Frösche legen ja Laichballen ab oder die Erdkröten eben Laichschnüre. Oder ich stelle auch entsprechende Wasserfallen, um Molche zu fangen zum Beispiel. Oder ich eben kartiere die Vögel, da muss ich halt aufmerksam durchs Gelände gehen und gucken, was dort alles so brütet und fliegt. Doch die Kritiker von damals sind mit dem, was am Monte Cervellino geschieht, nicht zufrieden. Die einzige Lösung, die was getaugt hätte, wäre, den ganzen Giftmüll abzutragen, damit auch den Berg, kann man ja später mit besserem Material wieder aufschütten, und diesen hochgiftigen Müll angemessen auf heutigem Stand der Erkenntnisse zu entsorgen. Und das steht immer noch an. Sie haben das Problem nur versteckt. Erst in 5 Jahren, wenn die Bauarbeiten abgeschlossen, Bäume und Sträucher angewachsen sind, wird klar sein, ob Teile des Müllberges wieder für die Bevölkerung geöffnet werden. Klar ist aber schon jetzt, Grillplätze wie damals wird es auf dem Monte Cervellino wohl nie wieder geben.